Ja, ich habe genug Holz jetzt. Wir haben oben alles Wow. jetzt mit Stämmen. Aber ich brauche jetzt noch, wir brauchen jetzt noch Stämme. Nein, Scheiße! Oh. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Ether Together. Hallo. Ja, yeah, die zweite Folge. Und jetzt gucken wir erstmal, was wir hier reißen können. Ja, eben, weil ihr habt uns ja wieder kräftig unterstützt mit den Kommentaren. Und Simon und ich, wir hatten gleich ein Projekt, oder wir drei alle hatten ein Projekt. Und zwar wollten wir was mit diesem Altamazander. Ich mache jetzt hier drei da drauf und jetzt eine Beere rechts. Oh, guck mal, ich habe die Bam. Goldene... Alter, das ejakuliert. Komm, wir machen ganz viele. Was? Habe ich jetzt eine goldene Beere? Nee, du komm, bekommst ganz sie immer, viele. Ne? Ey, du kriegst sie immer, hör auf. Alter, stell dich da hin. Oh, da, goldene Beeren. Ey, warum hab ich noch keine? Ich hab keine Beeren mehr. Jetzt dann noch, geil. Bitte, hier. Enchanted Berry. Direkt mal probieren. Probier, komm. Oh, lecker. Die hat wirklich richtig gut geschmeckt. Ja, wirklich unglaublich. Die war aber lecker. Die war wirklich lecker. Okay. Aber es gibt noch was, was wir damit machen können. Und zwar gucke ich das an. Jetzt. 1, 2, 3. Und jetzt ein Stein. Wupp. Was ist das denn? Aber Scheiße, dann? Pass auf, das ist ein... Stone. Genau, wenn du den isst, dann hast du 30 Sekunden lang Regeneration, so wie als wenn du einen goldenen Apfel frisst. Ja, geil. Ist normal, wenn ich auf Steinen rumpasse, ja, dann Steine essen. Yummy. Yummy, 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 na, 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 na. Partey. Hä? Ja, sind wir doch alle schon drin. Partey, okay. Wir sind drin. So, ich hab auch gleich mal vor, und zwar möchte... Ah, ich hab mir hier schon mal diesen Mod installiert, diesen... Übrigens Not kann man, Items. Übrigens kann man schon mal sagen, wir haben in der letzten Folge ohne Gegner gespielt, also wir haben auf Peaceful gespielt. Das war ein bisschen beabsichtigt, weil es einfach mega krass ist, wenn man anfängt und sofort von diesen Blitzwolken beschossen wird. Jetzt haben wir alles wieder normal eingestellt und wir haben jetzt auch diese ganzen schönen Mobs hier. Ich wusste das letzte Folge gar nicht und da habe ich gedacht, warum greifen uns keine Mobs an? Wer hat das eigentlich ausgestellt? Ach, CAD, genau. Der Alter. Man muss sich übelst an dieses Wolkensystem gewöhnen, oder? Oh, Alter, unsere Büsche sind richtig gewachsen. Hab ich gesehen. Ich kämpfe jetzt mal hier gegen das Viech. Ich mach mal diese Folge noch unser Haus ein bisschen schöner, okay? Okay. Ja, ich du bist hier Tine Wittler und... Ich will dir helfen. Pass auf, ich hab vor, dann mach mal unten und die ganze untere Schicht hier von dem Holz, alles kaputt, also außer diese Dinger. Da kommt überall Stein hin, also Holy Stone. Wenn das für euch okay ist, würde ich sagen, ihr kümmert euch kurz ein bisschen um das Haus und ich gehe mal ganz kurz auf ein Adventure, beziehungsweise nee, bin ich gleich schon okay. Fertig. Jetzt hält die Schnauze, nee, du ich hole uns Dingens hier Blasrohre. Nee, jetzt reicht's aber. Ach du Sch... Lol. Ich hoffe, du hattest nicht so viel dabei. Er hatte wahrscheinlich die ganzen Äpfel bei. Ach, diese Blaubeeren meine ich. Junge! Ja, ein Block von dieser Wolke weg. Ich wäre fast auf so eine Wolke gelandet. Oh mein Gott. Wer es nicht kann, der kann es halt nicht. Da musst du immer dran denken. So viel zu, ich gehe auf ein Abenteuer. Das war ein Abenteuer. Das kann man schon sagen. Abenteuer beendet. Okay, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ey, haben wir nicht gesagt, dass wir die Bäume wieder anpflanzen? Wer hat die Bäume nicht angepflanzt? Ich. Simon. Der ich Öko. Ich habe die ganzen Saplings. Ich möchte hier eine Baumfarm machen. Ganz organisiert. Sind die denn auch alle anders farbig? Weil wir ja. So, ja? Es gibt hier blaue und es gibt... Ja, genau. Heißen die denn die ja, also ich habe hier Berry Bush Steam. Das ist das... da gibt es so Dinge. Das ist diese Buschsträucher. Da habe ich Green Skyroot Sapling. Das sind diese Hauptbäume. Und da habe ich noch einen Blue Skyroot Sapling. Also mit blauen Blättern. Also, verstehst du? Ja, geil, es ist ne? So übel, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, du spielst ja auch Feed the Beast bei Megaprojekt, ne? Mhm. Gibt es da auch diesen Timber-Mod? Nee, gibt's ja nicht. Unten nee. Gegen den. Nee, aber gibt's den bei Feed the Beast? Nee, gibt's nicht. Nee. Weil, Der macht so abhängig, der Mod oder die Mod. Echt? Nee, aber ja, bei Feed the Beast kann es später so sein, dass du zum Beispiel eine magische Axt bekommst, die Bäume automatisch fällt. Das ist richtig lustig. Boah, krass. Die habe ich momentan, das ist einfach sehr cool. Ja, ohne Scheiß, weil das regt einen irgendwann übelst nur noch auf, wenn du Bäume halt sauschnell fällen kannst und dann jetzt hier wieder die Bäume so alle einzeln abbauen musst. Ist denn bei euch im Tacket? Ich helfe dir. Komm, wir machen die kaputt. Ich werde angegriffen von so einer Killerwolke. Okay, ist bei euch im Tacket. Ist bei euch im Tacket denn Timbermod drin? Ja. Ah, okay, deswegen. Da aber habt ihr selber so reingemacht, oder? Ja, nee, der war da schon drin. Wenn du ein Mining Drill hast, ne? Dann kannst du einfach... Alter, das stimmt ja, die Axt, die gibt ja doppelt hier. Dann kannst du den einfach voll aufladen und kannst einfach so Dschungelbäume komplett in einem fällen. Das ist so übel. Die Holzäxte geben auch doppelte Ressourcen. Nein! Ja. Nein!
Riole, was machst du? Was machst du, Riole? Ich wurde aus die Welt. Ich wurde aus die Welt gekickt, Mann. Hoffentlich vielleicht landest du unten im Wasser. Jo, ich bin voll auf das Portal geklatscht. Okay. Trollololol. Moment, das ist nicht das Portal. Hä? Ich bin auf einem anderen Portal gelandet. Bist du falsch? Ja. Und bist du jetzt wieder drin? Also bist du jetzt wieder da, wo wir sind, oder soll ich dich zu uns? Nein, ich bin so trottel. Nee, also ich kann zu euch. Ich habe gerade alle meine Sachen verloren. Ich versuche jetzt einfach mal mir so ein Häschen zu nehmen, damit ich dem Häschen da runter zu springen. Hast du nicht das Holz konvertieren? Hast du Holzstämme? Hast du Holzstämme? Nee, ich habe die alle gerade umgebaut. Ich wollte das machen. Ich wollte das wirklich tun. Mann. Glaube ich. Ja, warte, ich besorg mir. Aber hier unten kommt Stein hin. Geh du mal Stein holen. Ich hol Holz. Boah, wo soll ich denn jetzt Stein herbekommen auf die Schnelle? Alter, es wird Nacht, ne? Du weißt, was das heißt. Das heißt nichts Gutes auf jeden Fall. Das heißt auf gar keinen Fall irgendwas Gutes. Hast du ein Schwert? Nee. Junge, du wirst schon von irgendeinem so Dingo angegriffen. Von hinter dir! Von einem was? Oh, lass mich in Ruhe! Ich hab nur eine Axt, So ein Känguru? Ey, die Wale heulen. Die Wale heulen, ja. Das heißt, wenn die Wale heulen, heißt das. Rio, du hast das Spiel verlassen, was ist los? Ja, ich kam nicht in Aether rein. Da hinten sind übrigens die Killerwolken jetzt. Überhaupt. Also die Typen, die schießen die übelsten Blitze. Die sehen irgendwie aus wie von The Cars. Von Cars, so ein Auto. Ein Häschen! Her damit! Jawohl! Hab ein Häschen auf meinem Kopf. Wie macht man das? Ein Häschen. Rechtsklick. Ich brauch auch so einen Hasen, damit ich mich da runterstützen kann. Hier, warte mal, ich lese das ganz schnell mal vor. Das Problem an der Sache ist aber... Der Negative One Faction hat geschrieben... bei mir auch das Video, dass wir die Hasen nehmen sollen, um über größere Abgründe zu gleiten und ihr könnt auch höher hüpfen. Ui. Okay. Ui. Also sollten wir es auf jeden Fall machen. Ich werde mir jetzt gleich einfach mal eins nehmen und es missbrauchen. Ey, du musst mal einen Berg runterspringen jetzt. Simon, spring mal einen Berg runter, wenn du den Hasen. Die Vögel! Er hat schon wieder so Psycho-Angst vor diesen Vögeln. Boah, hab die Türen zugemacht. Also kommst du so mega Mongo vor, wenn du so einen Hasen auf dem Kopf hast und läufst. Guck mal, jetzt haben wir einen Hasen im Haus. Oder? Nee, er ist schon wieder rausgerüpft. Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur gesehen, wie der so komisch an der Wand hoch ist. Guck mal, wenn ich jetzt springe. Guck mal, wie ich gleite. Du hast keinen Hasen mehr. Oh. Guck mal, wie ich springe. Ja, geil, du springst echt wie so eine Forelle im Bach. Wie so ein Zander. Oh mein Gott. Scheiße. Hast du jetzt Holz besorgt? Ja, ich hab genug Holz jetzt. Wow. Wir haben oben alles jetzt mit Stämmen. Aber wir brauchen jetzt noch Stämmen. Nein! Scheiße! Oh, Zander. Erstmal dick gedisst worden. Warum werden alle gegrillt? Ich will hier nicht mehr aus unserem Haus raus. Ich stehe da nur rum und werde sofort abgeschossen. Das ist nicht lustig, ne? Das ist auch nicht lustig. Ich habe gerade das seltenste, glaube ich, gefunden, was es gibt. Okay, was ist das? Aequapetal oder Equapetal. Okay. Alter, jetzt muss ich hier lang. Ich glaub's nicht. Weißt du, was geil ist? Alter, die Vögel greifen an! Ja. Der fliegt sogar hoch! Der ist gerade vor hochgeflogen. Ich sehe das, wie du da gegen die fightest. So ey, weißt du was? Weißt du, was auch lustig ist? Ich werde angegriffen! Überhaupt nicht lustig. Wo bist du, Riol? Ich sehe dich. Ich weiß es nicht. Ja? Ich sehe dich, aber mir ist gerade schlecht. Ja, mir ist auch schlecht. Hast du auch so einen Vogel? Seit wann greifen die an? Was ist Mann! Ey, da oben ist Tom. Oh, da ist eine Wolke, die schießt Schäbele. Nein, Alter, ich hatte doch gerade so einen Hasen auf dem Kopf. Hey, wo ist unser Haus? Ich raff's nicht. Scheiße. In der Normalwelt ist jetzt so ein Vogel. Ja, hab ich schon gesehen. Du hast ihn da reingebracht, Zander. Nein, der stand da auf einmal. Ich konnte da gar nichts für. Der war auf einmal da. Du bist schuld. Da war. Oh, warte mal, hier ist noch so eine. Hier ist noch so eine Blaubeere. Jetzt raste ich aus. Hat er von euch ein Schwert damit genommen? Nein. Ich hab gar kein Schwert mit. Ah, wo ist er? Ah, nee, gar nicht. Weißt du, was ich mache? Ich bin gerade so verwirrt. Ich mache jetzt ein Zanit-Schwert und jetzt eskaliert die Situation. Warum? Ja, weil ich jetzt ausraste. Schau dir das jetzt an. Nein, das geht. Nein! Das ist Sparta! Junge, das geht gar nicht. Warum rastet diese bescheuerte Wolke so aus? Ich habe da überhaupt nichts getan, Mann. Übelst, Mann. Und Simon, beschütz mich. Ich beschütze dich. Ich bin jetzt ausgerüstet. Siehst du mein Schwert? Ja, habe ich gesehen. Du bist echt Babo in der Haus. Die Türen sind falsch. Gejoined. Oh, guck mal, du bist ja richtig lieb. Du hast meine ganzen Sachen aufgesammelt. Nee, hast du gar nicht. Nee. Die lagen in meinem Inventar. So, erstmal Orangendick da reinlegen. Federn. Zanit. Bam. Ich brauche. Boah, die Nacht ein ist 20, ne? Man braucht echt Betten hier. Das ist richtig schlimm. Aber die gibt's ja leider erst im nächsten Update, habe ich gehört. Ja. Hauptsache, ich gehe durch die linke Tür raus und du kommst durch die rechte Tür rein. So behindert. Scheiße, ich.
Ich weiß nicht genau, wie ich das Haus hier machen soll. Boah, ich bin schon... Ey, das gibt's doch gar nicht. Diese Wolken sind so psycho. Ja, du musst erstmal darauf klarkommen. Du musst erstmal damit umgehen können. Vor allem, wenn die so drei oder vier verfolgen, ne? Horror, Horror. Oder es so lange dunkel ist, auch schlimm. Ja, drei ist klar. Tage, dreimal so lang. Jetzt wird die so hingelegt, ist klar. So, jetzt muss ich, was wollte ich denn jetzt tun? Genau, ich wollte Steine besorgen, ne? Tana, du bist so dumm. Was ist heute eigentlich los mit euch? Ich weiß es nicht. Ohne Scheiß, es ist so, du musst dich da erstmal so krass dran gewöhnen, dass du einfach nicht durch die Gegend läufst, so behindert, und dann einfach, du musst wirklich gucken, was du tust. Du kannst es einfach machen, du musst wirklich überlegen. Ja, du hast extra gemacht, oder? Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, weil ich gucken wollte, wo ich rauskomme. Aber gerade bin ich irgendwie bei so einem komischen Portal rausgekommen, was in der Wüste oder so stand. Da liegen jetzt alle meine tollen Sachen. Und Alter, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Uncool, Junge. Ich weiß überhaupt nicht. Autsch. Autsch. Was? Warum macht er denn das? Ich verstehe das nicht. Ich will das Dach schön bauen und es passiert nur Scheiße. Nein! Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Das ist total übel. Die Nacht ist gar nicht cool. Das, kennt ihr Don't Starve? Ja. Das Spiel, das ist in der Nacht auch so psycho. Ich habe das Gefühl, das ist das gleiche in Aether. Das ist das gleiche in Aether. Das ist gleich in Grün, Junge. Nein, nein, nein! Ohne Witz, okay. Ohne Witz. Das Haus, das regt mich gerade auf. Wir bauen das nachher cool. Warte auf mich. Warte, ich helfe dir jetzt. Ich muss nur einfach mal klarkommen. Ich wollte eigentlich nur Steine sammeln gehen. Und dann fällt man da runter, dann wird man wieder von irgendwelchen Blitzwolken beschossen. Die ragen voll rum. Wir müssen echt gucken, dass wir uns tagsüber die Ressourcen zusammensammeln. Und dann nachts gehen wir hin und... Die Treppen machen mich aggressiv. Ja. Ich komme jetzt einfach zurück zum Haus. Ich habe keine Lust mehr. Ich brauche so einen scheiß Hasen. Für deine Sachen? Nein, damit ich einfach locker, flockig da so runter fliegen kann. Ich hab voll Schiss, weil da hinten überall Wolken sind. Und hier das ist, immer wenn ich so einen Hasen immer finde. Anders da dran gesetzt. Wird voll aggro jetzt. Ich werd aggressiv. Was ist da los? Was machst du denn gerade? Ich will Treppen setzen, aber die werden immer verkehrt rum gesetzt. Immer wieder. So, jetzt. Ich hab einen Hasen gefunden. Jetzt einfach YOLO hier runter. Soll ich mal einen echten Hasen zeigen? Das, oh, ja, das wäre aber nett. Soll ich meinen echten Hasen? Die Werbung ist so verpeilt. Jetzt hab ich's. So, jetzt falle ich hier mit einem Hasen runter und komme in die Normalwelt. Und mal gucken, ob dann da meine Sachen so noch sind. Haha, Simon, du hast die Münze nicht gesehen. Da lag dick Money rum. Oh oh. Hier, ich hab noch drei Treppen von dir. Hier, zack, zack, zack. Verarsche. Dankeschön. Ich hab meine Sachen wieder, Leute. Sehr schön. So, und ich geh jetzt nochmal. Hä? Ja. Ich versuche es jetzt noch einmal, Steine zu besorgen. Oder weißt du was? Scheiß drauf, Simon. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich habe übrigens einen Bug entdeckt. Also, wenn ihr mit dem Hasen runterspringt, dann ist der Hase zwar weg, aber ihr kommt irgendwie unten. Also, ihr klatscht richtig auf, aber ihr kriegt keinen Fallschaden mehr. Aha. Wow, Simon. Das ist so übel. Nein, ich! Ach so! Das wolltest du mir auch was, irgendeinen fetten Rohstoff zeigen. Ohne Scheiß, ich wollte hier runtergraben und das ist, ey, das ist so krank. Ohne Scheiß, du musst. Wie sollen wir denn hier am besten Steine farmen und sowas? Das ist echt übel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Simon, ich würde sagen, das ist ein echtes Abenteuer. Es ist so, Brudi. Frankfurt, nix Hollywood, Brudi. Da. Ja, sehr gut. Leute, es wird Tag und ich habe meine Sachen wieder. Die Nacht hat sich irgendwie leicht gelohnt. Gleich fall ich wieder runter. Wir haben die Nacht überlebt. Die Nacht hat sich leicht gelohnt, auf jeden Fall. Wir haben die Nacht überlebt. Du hast die Nacht überlebt. Tannon ist jetzt immer gestorben. Stimmt. Ja, gut. Ich habe die Nacht überlebt. Wir müssen so einen Counter einfügen. Das können die User machen. Wir sind zu faul. Wow. Ey, wo ist unser Haus? Ey, wann hauen die Wolken denn ab oder hauen die gar nicht ab? Doch, die despawnen am Mitte des Tages. Okay, aber ich habe meinen Hasen. Ich fliege hier so richtig geil durch die Welt. Und ich suche jetzt einen Berg, wo ich Steine abbauen kann, Simon. Okay. Dann cooler Plan. Genau, und Riol, was machst du dann? Ich versuche gerade nach Hause zu kommen, ich finde den Weg nicht mehr. Riol alleine im Äther. Das ist voll crazy, ich sehe das Haus von Tom und so, aber ich weiß nicht. Ah, vielleicht die falsche Richtung. Ich habe einen Balkon gebaut, Leute, müsst ihr euch angucken, der sieht so schön aus. Ja, ist so, wirklich. Oh, Alter, ich bin immer so optimistisch, ich denke gerade so, oh geil, Steine. Ich fange so an abzubauen und dann so drei Steine weiter.
Wolke. Dann ist es einfach wieder so die andere Seite. Das war's dann. Und dann auf einmal so eine behinderte Wolke, die mich abgeschossen hat. Wir brauchen noch ein bisschen Steine, nur ein bisschen. Ja, ich habe 14 Stück. Okay, wir brauchen mehr. Also wir brauchen Steintreppen fürs Dach und Steine fürs Dach und wir brauchen Steine für den unteren Rand vom Haus. Alter, boah, Junge, diese scheiß Dreckswolken. Was ist mit denen nicht richtig? Ich hab denen überhaupt nichts getan. Warum rasten die so aus? Zander, ich bin bei dir, alles fertig. Ja, da sind überall Wolken, ich hab nur noch 1,5 Herzen. Es ist jetzt 15 Minuten. Komm, wir laufen kurz ins Haus und dann. Ja, Zander, bring mir schnell die Steine. Ich hab Angst. Nein, komm schnell. Das geht nicht, Simon. Ich hab so doch, das schaffst du. Guck dir mal den Balkon an, Riole, bitte, bitte. Oh. Nein! Man macht das nie. Er hat die Kisten abgebaut. Riole, guck dir bitte den Balkon an. Guck dir bitte den Balkon an. Wo ist der? Ja, guck dir mal, geh mal suchen. Oh, Stylo! Ist der geil oder ist der geil? Der ist geiler als geil. Wo ist der? Der ist ganz rattig. Gib mir erst die Steine, bitte. Oh, jetzt. Ey, warte, so, hier. Für die nächste Folge habe ich geplant, bauen wir uns erstmal Blasrohre, damit wir ein bisschen zurückhauen können. Und ich muss jetzt in dieser Folge eben noch. Der ist schön, der Balkon, ne? Simon, du hast es ja richtig drauf. Ist der Ether-Architekt. Richtig, ja. Pass mal auf, jetzt mache ich eben noch schnell hier Steine unten hin. Pass mal auf, willst du mal echten Hasen sehen? Warte. Ich muss eben noch hier Steine hinsetzen. Das wär noch das, was ich gerne in dieser Folge schaffen würde. Ein Ether Dirt bitte hier hinbringen, Frau Doktor. Ich hab ein Ether Dirt, ja, hab ich. Ja, ich stopf das Loch. Hast das Loch gesehen? Ja, gut. Ich hab das Loch gestopft. Hast es gestopft? Gut. Darf ich mal ganz kurz was zeigen? Guck mal da oben. Seht ihr diese kleine Insel mit diesem blauen Baum drauf? Ja, der das ist ein Apfelbaum. Wenn wir da drankommen, haben wir erstmal super Essen, weil die Dinger bringen richtig viel. Kann man die auch wieder wo einpflanzen? Ja. Laber bitte nicht. Ich sag's dir nur. Laber nicht. Laber bitte nicht. Ey, ohne Witz, das Haus, das gefällt mir. Ich muss nur noch diesen Dreck jetzt wieder wegmachen. Und dann. Ich bin in sowas ein bisschen penibel, ja? Und. Warte mal kurz. Kurze Schaufel machen. Also das Haus muss auf jeden Fall noch erweitert werden, das ist hier bewusst. Ja, aber das ist doch ganz nice. Das ist ja nur der Anfang. Aber es sieht schon schön aus, oder? Ey, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir einfach so eine kleine Expedition. Da gucken wir, dass wir so ein paar Sachen, also wir nehmen uns einfach ein Schwert mit. Mit unseren Blasrohren. Ja, ist das so. Wir nehmen uns einfach Schwerter mit, Blasrohre und so und dann können wir einfach so ein bisschen gucken, dass wir ein paar Ressourcen bekommen, weil diese Äpfelbäume, da müssen wir drankommen. Ohne Scheiß, ich mag Äpfel. Magst du auch Äpfel? I love apples. Okay, gut. Dotox und Schaffel ist auch durch, dann würde ich sagen. Ja, bis zur nächsten Folge. So sieht's aus. Wir hoffen, ich muss in meinen Balkon. Dass es euch Spaß gemacht hat, hier zuzugucken. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Ether Together. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, eine andere Sicht zu sehen oder so, findet ihr alle Links in der Beschreibung. Und damit. Woher kommt das Ether-Portal? Man weiß nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Pose drin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.